Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Lotus Simulator von dem wunderschönen KT4DTM, den der Kartoffelphantom uns baut. Ja, wir wollen heute mal ein paar Neuerungen da zeigen. Ich bin nicht allein, wir sind wieder Multiplayer. Mit mir zusammen ist der T4D1216. Guten Abend. Da ist der gute Mann. Ja, wir wollen heute mal wieder ein paar Neuerungen zum KT zeigen und erläutern und nebenbei. Ja, neues Material von der Map Tatrahausen, die meine Wenigkeit ja baut, für die Fahrzeuge unter anderem, also eigentlich hauptsächlich für diese Fahrzeuge von Kartoffelphantom. Ja, bisschen heute auf der Linie 3, das ist momentan auch die einzige Linie, die man befahren kann, von zukünftig 6 Linien. Es wird immer noch zwischendurch ein bisschen leer sein, es wird aber auch schon einige bebaute Bereiche geben. Ja, wir fahren die Linie 3 nicht auf dem vollen aus der vollen Ausdehnung, die ist zwar soweit fertig, aber wir fahren sie nur auf dem Kurzläuferstück zwischen der Endstelle Rebenweg und der Universität, weil hinter der Universität wird es dann nicht nur sehr kahl, sondern ganz, ganz kahl. Da ist noch so gut wie gar nichts, das lohnt sich also noch nicht zu zeigen. Ja, ja, der TVD befindet sich bereits an der Wendeschleife Universität. Ich bin jetzt hier gerade im Betriebshof Pappelallee, einer von zwei Betriebshöfen, den die TVG, so heißt das örtliche Unternehmen, hier betreibt. Das ist der älteste und auch gleich der kleinste Betriebshof, den die TVG hat. Das ist auch so ein schöner alter Betriebshof, wo man viel rangieren muss, wenn man Wagen hin und her fahren möchte, denn er hat nur eine Ein- und Ausfahrt. Das heißt, man muss auch rückwärts von der Straße in den Betriebshof rein rangieren. Ja, so, kurz angerissen das Ganze. Wie gesagt, der kleinste, älteste Betriebshof, momentan der einzige noch. Und ja, ich schnappe mal jetzt die Traktion, die hier hinten steht. Das ist die Traktion 1258, 1252. Schon mit Werbe-Repaint. Hier das wunderbare Kaufland, ebenfalls aus der Feder von T4D. Ist auch ein sehr schönes, eigentlich so mit fast das Schönste. Ja, dahinter dann der 1252 in der im Prinzip Standardlackierung der TVG mit einer kleinen Bandenwerbung für das Phantom, der Opa. Ja, also nochmal TVD, vielen super Dank für dieses geile Repaint. Ja, bitte gerne. Ja, und dann schmeiße ich mich jetzt mal in den Wagen, rüste ihn mal auf und dann fahre ich mal zu der anderen Endstelle, den Rebenweg. Und dann wollen wir euch noch ein bisschen was zeigen und ein bisschen was erläutern. So, ich fahre dann erstmal als Linie 16. Genau, als Dienstfahrt. Ich muss jetzt nochmal kurz dazwischen funken. Und zwar bin ich auch teilweise mit einer Vollwerbung unterwegs. Bei mir sind es in dem Fall die Wagen 1259 und 1260. 1259 in dem Fall ist der führende Triebwagen im Standard TVG-Lack und 1260 in dem Fall der geführte Triebwagen mit einer Vielmann-Werbung, wie man dann nachher bei der Begegnung dann nochmal sehen kann. Auch vielen lieben Dank an dieser Stelle nochmal an unseren Neuzugang in unserem Team. Ja, ein wirklich sehr schönes Repaint. Das stimmt. Das kann ich Ihnen nicht anders sagen. Dann hoffen wir mal, dass sie... Ah, natürlich. Vergessen, die Weiche anzufordern. Wäre günstig, wenn man das macht. Ja, habe ich mal gehört. Sonst, fahren wir in die falsche Richtung. Und da haben wir auch schon Fahrt frei. 15 km/h Weiche. Wollen wir die mal einhalten? Ja, theoretisch hätte ich Abfahrt vor einer Minute gehabt. Naja, nu. Heute fahren wir mal außerhalb des Fahrplans. Ja, was könnte man noch groß sagen? Es hat sich einiges getan am KT, werden wir gleich zeigen und vorstellen. Ich
Sieht man hier schon ein bisschen was von der Map. Achso, war ich wieder ein Tor nicht vergessen? Ha! Und da ist es passiert, die erste Störung. Ja, genau. Eine der Sachen, die dazugekommen sind, sind die Störungsfunktionen. Ich mache ihn mal leise. Und so wie sich das anhört, ist das gleich eine richtige... Ja, Hauptschütz. Das ist gleich quasi die Masterstörung. Das Hauptschütz ist flöten gegangen. Das heißt, dieser Wagen ist antriebslos. Zufälligerweise der 1258? Ja, es ist zufälligerweise mal wieder 1258. Der Wagen ist verflucht. Da kannst du mir erzählen, was du möchtest. Auf den Wagen ist Verlass. Wenn du eine Störung brauchst, nimmst du 1258. Ja. So, dann schalten wir mal die Motorgruppen aus. Warte mal, Hauptschütz. Das heißt, wir haben Umrichter haben wir noch. Das heißt, Stromabnehmer können wir lassen. Das ist ja rein theoretisch. Ich hab's geahnt. Nee, Hauptschütz war die Störung, die sich leider noch nicht fixen lässt so ganz. Er klingelt wie ein großer. So. Naja, du könntest ihn höchstens abrüsten und über den zweiten fahren. Ja, genau, das wird mir jetzt auch nichts anderes übrig bleiben. Was aber fürs Video doof ist. Gut. Ja, aber... Ja, das war jetzt natürlich ein Fehler, den wir nicht unbedingt gleich haben wollten. Warum ist nicht der zweite abgeraucht? Verdammte Axt. Du hättest vielleicht 1258 als zweiten Fragen nehmen sollen. Ja, das wäre vielleicht besser gewesen. Wie dem auch sei, ich mache mich jetzt auf den Weg. Ja, warte, ich mache jetzt den Master Reset. So. Das ist natürlich jetzt eine Störung, die man nicht beheben kann. Aktuell, das war jetzt doof. Dass er jetzt auch noch ausgerechnet die reinschmeißt. Du hättest es eigentlich wissen müssen, wenn du 1258 als führende Triebwagen nimmst. Ja, ja. So. Grünschleife, Abfahrt. Ja, also lange Rede, gar keinen Sinn. Das Schadensmodell wurde deutlich erweitert, wie wir es gesehen haben. Also alles, was hier an Leuchtmeldern auf dieser Störtafel zu sehen ist, leuchtet mittlerweile auch. Eine Leuchte, ich hoffe, die wird in dieser Kurve jetzt hier funktionieren. Ich weiß nicht, ob der Radius zu groß ist. Die ist keine Störung, die geht grundsätzlich immer an. Wenn ich dann jetzt hier irgendwo mal Fahrt frei kriege. Wenn der Radius 25 Meter oder kleiner ist, dann geht die Lampe leider nicht an, weil der Radius anscheinend noch zu groß ist. Gut, das muss ich dann auch später mal zeigen. Gleisbesitzmeldung ist aus, klar, wir sind ja bis jetzt die Ersten hier. Einfahrt haben wir frei, Weichen haben wir gestellt. Ja, die Texturfehler hier im Boden liegen daran, dass diese Betonplatten erst recht neu sind und ich es leider noch nicht geschafft habe, den Untergrund anzupassen und alle Einstellungen richtig zu wählen, deswegen sieht das jetzt hier gerade ein bisschen merkwürdig aus. Das ist auf jeden Fall die Endstelle Rebenweg, in der wir uns jetzt hier gerade befinden. So, halten wir nochmal an. Wir wollen dir das so die eine oder andere Kleinigkeit gleich mal zeigen. Ja. Endhaltestelle Rebenweg. Auch dieses wunderschöne Haltestellenschild. Hier ist auch vom Kartoffelphantom. Das Original stand mal in Magdeburg. Hat er uns nachgebaut, wird auf dieser Map als Standard-Haltestellenschild verbaut. Ja, erstmal zu außen. Wie wir sehen, also wie im Forum schon vorgestellt wurde, die neuen Anzeigen. Jetzt können wir sie hier nochmal live in Farbe sehen. Dazu gibt es zwei Varianten, inklusive der Kästen, die sind auch neu. Und diese Variante, die wir jetzt hier verbaut haben, ist die sogenannte Standard, die immer verbaut ist, wenn man nichts ändert. Das ist schon, ich sag mal, die etwas, ausgeblichenere Variante, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel,
Es gibt, man kann es aber auch nochmal ändern in eine quasi nagelneue, fabrikneue Variante. Dann leuchten diese Buchstaben halt auch noch in diesem wunderschönen Grün richtig dolle. Ja. Ansonsten, was haben wir noch Neues? Hauen wir ein bisschen was raus. Ja, den Kursblock, den hattest du noch nicht erwähnt, ne? Nee, genau. Das ist das schöne Ding hier. Genau, also man hat jetzt die Möglichkeit im Menü über die Fahrzeugkonstanten jeweils sich eine Zahl bzw. einen Kurs auszusuchen, der dann dementsprechend am Fahrzeug angezeigt wird. In dem Fall, wie bei ihm jetzt zu sehen, 3-1, also Linie 3, Kurs 1. Bei mir ist es in dem Fall Kurs 2. In der Mitte befindet sich bei ihm, bei mir ist das nicht zu sehen, quasi ein, ja, Linienblock, nenne ich es einfach mal, den man beliebig umblättern kann. Da steht dann zum Beispiel Sonderwagen und Dienstfahrt und Einsatzwagen und Fahrschule und hast du nicht gesehen. Ist nicht Original Berlin, aber Original Magdeburg und deswegen, ja, ich sag mal, als nettes Nebenfeature wurde das so umgesetzt für uns. Ja, also hauptsächlich jetzt auch dann für diese Map hier noch mit, ne? Weil wir werden es hier nutzen. Also man muss jetzt aber dazu sagen, der Linienblock selbst ist ein Objekt, das man durchblättern kann. Also ich sehe es bei mir. Er würde es bei sich selbst sehen, aber ansonsten wird das im Multiplayer leider nicht übertragen. Also ich habe jetzt hier quasi wieder nichts drin stehen. Wenn jetzt im Multiplayer ein Spieler entgegenkommt, der den auch drin hat, wird man das so wie bei mir jetzt hier sehen, dass es zwar vorhanden ist, aber weiß. Man wird nicht sehen, was der genau geschildert hat. Das ist der kleine Nachteil. Der Kursblock ist wiederum anders. Da muss man vorher die Zahl eintragen. Also auch exakt das, was man dort einträgt, wird hier dann angezeigt. Also wenn man Leertaste drückt, ist das Ding nur gelb. Ansonsten halt, wenn ich jetzt nur eine 1 reingeschrieben hätte, würde jetzt hier nur eine 1 stehen. Und dann wird das aber übertragen und das sieht man halt auch im Multiplayer. Das werden wir gleich sehen, wenn wir die Begegnung haben. Ja, und jetzt wollen wir die Matrix nochmal in Aktion sehen. Mach ich erstmal nochmal 0. Den vollen Nullzustand. Ja, jetzt sehen wir auch hier 1258 wird angezeigt in der Matrix hinten 1252, wenn wir das nullen. Ja, hier kann ich, also hier, 1252. So sieht das mit dem Kursblock aus, wenn man nichts, also einträgt außer Leerzeichen, dann kommt die 0, also nichts, gar nichts, sondern es ist einfach nur die gelbe Dings da. Ja, und jetzt neu auch, dass in der Heckmatrix jetzt die Wagennummern angezeigt werden und die Buchstaben und Zahlen werden halt so zusammengestaucht, wie es benötigt wird, nach Originalvorgabe. So, und dann wollen wir jetzt nochmal richtig schildern, also Linie 3. Ich glaube, das war dann Route 3, ne? Zur Uni? Ja. Ah, warum? Ja, Treffer. 63, 63. Na, ich fahre ja von dem Bremenweg. Ne? Ich habe ja keine Ausrückeroute. Stimmt. Genau, ja. Dann sehen wir jetzt hier drei Universität. Auch das Aufrufen, also dieses Umschildern erfolgt nach Originalvorgaben und auch nach Originalschema. Gut, Türen zu. Fahrstufe war ich noch drin, ja. Dann würde ich sagen, fahre ich doch jetzt auch einfach mal los. Und wenn wir uns gleich begegnen, der T4D und ich, dann werden wir einen kleinen Halt machen und dann zeigen wir, das mit den Kursnummern kann man dann nochmal genau sehen, dass das halt auch übertragen wird. Ja, ich rücke jetzt erstmal vor zur ja, Abfahrtshaltestelle. Huch, was ist das? Eine Ansage. Ja, die ist natürlich noch nicht so richtig zu hören, die Anlagen sind noch etwas leise. Aber ja, der KT hat mittlerweile auch eine Haltestellenweiterschaltung. Die ist zwar sehr, ja, ja, noch roh. Also es ist, da die Funktion an sich eigentlich noch gar nicht gegeben ist, hat der Kartoffelphantom jetzt hier skripttechnisch was zusammengebastelt, dass der Wagen nach festen Konstanten und nach gewissen Vorgaben eine Haltestellenweiterschaltung macht. Das heißt, ich muss in einer Haltestelle angehalten haben und zumindest die Türfreigabe einmal aktiviert haben und oder Nächste wieder Haltestelle. ausgenommen haben oder Leipziger im besten Schlussweg. Fall die Türen ganz auf und zugemacht haben. Und dann müssen 80 Meter zurückgelegt sein, dann erfolgt die
Weiterschaltung der Haltestelle und dann funktioniert das auch mit den Ansagen, dass es alles automatisch weitergeschaltet wird. Oh, kriege ich tatsächlich auch gerade hier noch Fahrt frei. Ja, und ansonsten haben wir eigentlich den Spiegel schon mal gezeigt? In der Zeit noch nicht. Den Spiegel hat man noch nicht. Nee. Ja, gut, dann während ich hier in die Haltestelle reinfahre, zeige ich euch mal den Spiegel. Also wir haben den Außenspiegel. Ja, und nettes kleines Feature, der aus OMSI bekannte Stellknopf, womit man den Spiegel ein- und ausfahren konnte, der verstellt uns hier den Spiegel. Und so kann man sich den Spiegel, wenn ihr jetzt auf den Spiegel achtet, so einstellen, wie man das haben möchte. Indem ich den Spiegel durch dieses Kreuz, also anklicken, festhalten und dann nach links, rechts, oben, unten ziehen, kann ich mir den Spiegel noch so einstellen, wie ich das gerne hätte. Also die Standardeinstellung ist zum Beispiel nicht meine Einstellung, deswegen war das jetzt gerade mal ganz gut. So, Türfreigabe, zack. Und weiter geht's. Einsteigen wollte ja keiner. Ja, wie ich schon sagte, zwischendurch wird es halt immer noch ein bisschen leer. Das seht ihr jetzt hier. Ich bin am Gestalten, wobei jetzt für mich in letzter Zeit erstmal wichtig war, die Strecke der Linie 3 so weit fertig zu haben, dass sie auf der gesamten Länge fertig ist. Das heißt, jetzt werde ich mich weiter darum kümmern, dass die Ausgestaltung kommt, dass die Oberleitung überall gelegt wird und also die kleinen Sachen. Das ist schon so ein, dann ich sag mal, noch nicht Finalstatus hat Linie 3, aber schon einen sehr ähnlichen, sehnlichen Status hat. Und ja, wenn diese eine Linie fertig sein sollte, dann denke ich mal, kann man über einen so eine Art Beta-Version-Release mal nachdenken, dass man die Karte zumindest auf dieser einen Linie mal fahren kann. Ja, diese Steigung hier ist übrigens sehr anspruchsvoll, auch für den KT, wie wir feststellen mussten. Ach so, ich weiß übrigens, warum ich so wenig Leistung habe. Ich habe immer noch die Motorgruppenschalter aus. Das heißt, ich fahre immer noch nur mit einem Triebwagen. Ja, also normalerweise fährt man hier schneller hoch, wenn man den ersten Triebwagen auch anhat. Deswegen ist der auch so leise. Das hört man die Ansage wie es mal. Nächste Haltestelle. Betriebshof Pappelhalle. Ja, die Ansagen spricht im Übrigen auch unser neuestes Mitglied in der Gruppe, der Red Dragon, der auch das Vielmann Repaint gemacht hat. Und ja. So. Jetzt habe ich die Motorgruppen mal schnell wieder reingehauen. Ja. Sagen, die Begegnung, die können wir ja am Betriebshof machen. Da bin ich gerade. Achso, da komme ich gleich runter in Prozent, sobald ich ja mal mein F1-Zeichen kriege. Eher F2, wa? Oder F2, ja, dann halt F2. Also F1 würdest du ja gerade ausfahren. Also ja, das stimmt auch hingeht. Ja, also wie gesagt, kurz nochmal zur Map. 6 geplante Linien später mal. Buslinien steht noch in den Sternen, weil das orientiert sich dann später mal so ein bisschen an der an dem Straßenbahnnetz, weil die Busse keine Durchmesserlinien im Großen und Ganzen sind, sondern mehr oder minder eigentlich nur die Außenbezirke verknüpfen und verstärken für die Straßenbahn und den Zubringer machen. Ist jetzt 2 Buslinien auf jeden Fall gesetzt. Das ist einmal von der Universität hier unten zum Universitätsklinikum, so eine Art Studentenbus-Shuttle. Und die Linie, also das war die Linie 51 und die Linie 53, die auch von dort oben kommt, von Richtung Universität dann zum Hauptbahnhof, also Stadtzentrum. Ja. Aber jetzt erstmal Priorität auf die Linie 3, dass die soweit fertig ist. Und wenn die soweit fertig ist, dann werde ich mich der 1 widmen, weil dann kommen wir schon mal groß ins Zentrum. Und da kommt er ja schon an die Rausch. Ja, die Linie 3 ist an sich auch anspruchsvoll. Also es ist nicht nur die Steigung jetzt hinter uns gewesen, was allerdings aber die stärkste Steigung ist auf der Karte. Es geht aber auch hügelig weiter. Ah, so ein bisschen Lichthupenkonzert hier machen, ne? Also die Linie 3 ist generell sehr hügelig. So. Ja, und wenn ich jetzt hier mal so links aus dem Fenster gucke, dann hat er jetzt einen Mühe zu früh angehalten.
Ja, so ist gut. Stopp, stopp, stopp. Ja, dann sehen wir jetzt hier bei ihm den Kursblock und hier sehen wir jetzt, wie gesagt, 02, ne, weil er sich die 02 eingetragen hat. Und so sieht das dann aus. Man sieht, das wird im Multiplayer übertragen. Man sieht es auch im Multiplayer. Also, wenn man später mit mehreren Leuten auf einer Karte ist und man sich da vorher irgendwie besprechen kann, dann kann man auch Kurse zuteilen, was vielleicht mit der Leitstellenfunktion auch ganz witzig und lustig wird. Ja, ansonsten würde ich sagen, steige ich jetzt auch fix nochmal hier raus aus meinem Wagen und natürlich nicht ohne die Warnblinkanlage anzumachen, das ist klar. ja, und wir gehen mal auf das Vielmann Repaint rüber. Das Standard TVG, seht ihr ja ganz am Anfang, jetzt hier wirklich mal ohne alles. Das ist Standard TVG, Unilack und hier das Vielmann. Ja. Man sieht im Übrigen, wir sind alle drei, mal abgesehen von Kartoffelphantom, Magdeburger. Was ich immer wieder an den Repaints und an einzelnen Ortsnamen und kleinen Objekten, die hier verbaut sind, auch mal wieder so durchgeschimmert. Ja. Ja. Ja, also auch ein sehr, zwar relativ schlichtes, aber trotzdem echt schickes Repaint. Im Original tatsächlich war es auch 1260, der das getragen hat. Es war allerdings ein T4D, kein KT4D. Aber naja, gut. Er hat es schön umgesetzt. Ich bin echt, also muss auch sagen, das sind also Vielmann und Kaufland, das sind so die beiden schönsten Repaints bis jetzt. Ja, warte, meine kommen ja auch noch. So, dann würde ich sagen, fahr ich jetzt einfach mal weiter. Ich weiß nicht, willst du noch zu Ende fahren oder willst du bitte über den Betriebshof drehen und kommst danach? Ja, ich drehe über den Betriebshof und dann dacke ich dir hinterher. Gut, alles klar, dann Abfahrt. Das ja. War so ein gutes Klingeln. Naja, ich war ja. Warnung, weil ich fast nur vorbei. Ja. Ja, also den Betriebshof haben wir, den gibt es da natürlich auch noch die Haltestelle. Ja, hier ist jetzt schon ein bisschen wieder was passiert. Haltestellenbereich. Ein bisschen ausgestaltet. Also, ja, ausgestaltet. Also ein bisschen was ist schon dekoriert. Ja. Noch alles noch nicht so hundertprozentig. Aber zumindest schon mal so ein bisschen anfänglich. Weil man sieht, in welche Richtung es gehen wird. Ja, oh, schon wieder eine Störung. Ich raste aus. Und es ist der zweite Triebwagen. Also ich hatte noch keine. Ja, du hattest noch keine, ne? Du hast ja auch die 1258. Ist das grauenhaft, ey. Tja, also wieder Warnblinkanlage an und stehen bleiben. Nächste Haltestelle. Theodor von Panikstadt. Dann gucken wir doch mal nach, was der zweite Triebwagen hat. Aber erstmal machen wir das hier aus, das ist die Nerve. So, steigen wir natürlich unter Vorsicht aus, ne? Weil eigentlich ja hier harter Berufsverkehr und so. Ja. So, dann gehen wir nochmal rein in den zweiten Triebwagen. Was hat er? Ah, Bremse B. Ah. Lange nicht gehabt. Nee, hat man lange nicht. Okay. Bremse B. Warte mal, das war jetzt mit Fahrstufe einlegen, ne? Ja. Fahrstufe ein. Nee. Ach, Bremse war drin, ne? Okay. Bremse ist drin. Dann Bremse B, zweites Drehgestell. Okay. Der sich jetzt bewegt oder nicht? Okay, der hat sich bewegt. Ach ja. Tada, tada.
Ja, warum ihr, falls ihr euch fragen solltet, warum hier anstatt unseren Usernamen irgendwelche Nummern stehen, das liegt einfach daran, dass Steam aktuell ein paar, ich sag mal, ja, Connections-Probleme hat. Wir haben jetzt auch bestimmt Pi mal Daumen 80 Versuche gebraucht, um überhaupt den Multiplayer starten zu können. Ja, also nur falls euch wundert, warum das hier so komisch angezeigt wird. Genau. Ja, wieder Zufall, dass er wollte, sich irgendwie bei Steam das Server verabschiedet. Und dementsprechend, ja, war das ein Krampf, jetzt hier wieder reinzukommen. Oh ja. Ja, siehst du, jetzt haben wir schon zwei Störungen. Einmal Hauptschütz, einmal Bremse B. Na bitte, ich hatte immer noch keinen. Also meine Traktion ist super verlassen. Ja. Ich hab immer die Trümmerwagen, ich weiß auch nicht warum. Ja, also um das mal kurz ein bisschen zu erklären, Bremse B. Wir haben im ersten Triebwagen eine Störung angezeigt bekommen. Ich leuchte immer noch die Stimme. Aber das Pult ist dunkel. Das heißt schon mal nichts dafür, dass wir Störung im zweiten Triebwagen haben. Das heißt, man muss da wirklich in den zweiten Triebwagen gehen und dort nochmal auf das Pult gucken. Zweite Triebwagen, Störung, Bremse B. Bremse B, für die, die jetzt sich nicht so damit auskennen, ist die Bremsanlage im zweiten Drehgestell. Also zweiter Triebwagen, hinteres Drehgestell. Da ist ein Fehler in der Bremse. Das hat er uns damals jetzt angezeigt. Das habe ich jetzt gemacht. Ich habe jetzt einfach die Feststellbremsen am Drehgestell B geöffnet, sodass der Wagen quasi ungebremst im zweiten Drehgestell mitläuft. Eigentlich dürfte man damit jetzt rein theoretisch keine Personenfahrer machen. Der Wagen müsste jetzt eigentlich raus aus dem Liniendienst, aber naja, Fahrgäste sind ja eh noch so ein bisschen rar, also von daher machen wir das jetzt hier mal fürs Video fertig, weil wir ja auch immer noch das Problem haben, wir können im Multiplayer immer noch keine Wagen tauschen, keine Wagen wechseln, ankuppeln, abkuppeln und so weiter. Leider nicht. Genau, leider noch nicht. Hoffe ja, dass es irgendwann nochmal kommt, dass man auch in-game dann mal die Fahrzeuge tauschen kann, kuppeln kann. Ja, das hier ist der Heinrich-Heine-Weg, die Haltestelle. Die ist bewusst so gemacht. Es ist halt alles so ein bisschen in Tapperhausen noch verschlafen und alt. Das ist momentan so der schönste Platz. Da sind wir uns alle, glaube ich, einig von der Meinung hier. So mit dem Springbrunnen und der Haltestelle. Obwohl es auch immer noch nicht fertig ist. Aber ja, muss sagen, hat schon Charme hier das Ganze. So, dann geht's weiter. Es geht mal wieder bergauf. Yay! Also wer auf Berg- und Talfahren steht, für den wird die Linie 3 definitiv das Nonplusultra werden. Fußgängerüberweg hier hat eine wunderschöne Warnleuchte für den Fußgängerüberweg, wenn eine Straßenbahn kommt. Ja, jetzt verlässt uns leider auch die Oberleitung erstmal wieder. Ja, wie gesagt, das ist halt alles noch Work in Progress, das Fahrzeug sowie die Karte. Also nochmal der Hinweis an dieser Stelle, wer bis hierhin geguckt hat. Liebe Leute, nicht nachfragen, ob es das Fahrzeug irgendwo zu downloaden gibt oder die Karte. Das ist alles noch in Arbeit, wie man sieht. Mehr oder weniger. Also, es ist fertig, wenn es fertig ist, sage ich immer. Genau. Genau. Jetzt kommt hier gerade die. Hast du denn dein Dieselaggregat gestartet? Nee. Oder hast du dich jetzt einfach nur mal entschlossen? Na, ich fahr jetzt hier mit Wireless-Oberleitung, weißt du? Ach so, ja, 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 natürlich.
Besser als Rayless, ja, letztes Mal. Ne? Das Geist immer weg. Ja. So, und dann haben wir es auch schon erreicht. So, und jetzt teste ich mal was. Jawohl. Also wie man gerade, das wurde ja dann noch eingeblendet, bei mir gesehen hat, wenn man zum Beispiel einen Berg mit erhöhter Geschwindigkeit runterfährt, dass sofort die Schlupfleuchte anfängt zu leuchten, er automatisch Sand schmeißt und die Schienenbremsen jeweils vom B-Drehgestell fallen lässt. Ja, um den Wagen quasi wieder, ja, aus dem Gleiten wieder in den Normalzustand zurückzuversetzen. Irgendwie so. Dass er auf jeden Fall nicht mehr gleitet, sondern wieder ein bisschen rollt. Reibung kriegt, genau. Schwierige Wortfindung. Ja, schwierige Wortfindung. So, ich missachte jetzt einfach mal das F0. Hab ich nicht gesehen, hab nicht aufgepasst in der Fahrschule. Müssen wir das mal wiederholen, wa? So, hier steht erstmal ein schönes SH1. Und hier hängt so ein lustiges kleines Kästchen. Dieses Kästchen, das muss man tatsächlich aussteigen und muss dann per diese Drehräder, das geht auch. Ich gehe mal kurz raus und zeig das mal, das ist ganz witzig. Das Ding stand original übrigens auch mal in Magdeburg. Und man kann hier tatsächlich, wie man sieht, die Zahlen bewegen. Und dann muss man immer einstellen, wann man abfährt. Im Außengleis, ne? Und also jeder, der ankommt, stellt seine Abfahrtzeit, je nachdem welches Gleis er dann befährt, ein. Und somit weiß der da drinnen, aha, okay, ich muss aufs Außengleis oder aufs Innengleis. Ich resette jetzt mal fix die Signalanlage, weil ich kenne das. Wird nicht funktionieren. So, ich nehme jetzt mal ganz stumpf das Innengleis. Der Wendeschleife Universität. Ja, hier wird später mal ein paar Kurzläufer geben, die hier enden. In der Regel fährt man allerdings halt eben noch weiter. Abfahrt. Ja, schön. Das ist auch etwas, was der Kofferteufel-Phantom hier eingeskriptet hat. Diese Abfahrt, dass es piept. Das ist allerdings ein fester Intervall, der jetzt quasi direkt auf diese Linie zugeschnitten ist. Also wir müssten jetzt quasi eine gerade Zeit haben. Ja, genau, 12.40 Uhr wäre jetzt Abfahrt gewesen. Also, das ist auch so eine lustige kleine Sache, so ein Abfahrtspiepen mit Text. So, wo ist er denn jetzt hier? Ach, da hinten. Da steht er. Was mir gerade einfällt, ich weiß nicht, ob dich das in dem letzten Video, also sprich letztes Jahr, in dem Video kurz vor Weihnachten war es, glaube ich, ob es die Funktion bzw. das Feature schon gab, oder ich sag mal die Änderung, dass ja die... Alter, wieso wird denn jetzt hier schon wieder geradeaus frei? Ach, naja. Jedenfalls, wovon ich sprechen wollte, waren die neuen Texturen der Leuchtmelder. Ich weiß noch gar nicht, ob das in dem Video zu sehen war, in dem Weihnachtsvideo. Du bist nicht eingeloggt. Das ist das Problem. Achso. Du hast gar kein A. Dann interessiert mich das jetzt nicht weiter, ich fahr trotzdem. Und da ist noch nichts zum Schlüsseln, also von da... Ja, darum. Also ich war eingeloggt, jetzt... aber da dein Arsch noch auf der Kreuzung stand... Ja, okay, alles klar. Ja, also wie gesagt, das kommt dann noch. Dass man dann zur Not nochmal schlüsseln kann. Oh, SH1 überfahren. Junge. Oh. Ja. Siehst du, das kommt nämlich davon, wenn man SH1 überfährt. Ich hatte es aber manuell überschrieben. Heißt ja deswegen Zwangshalt. Muss ja aber auch noch anfordern, sonst geht der immer auf links, weißt du doch. Ah. Noch ein Stück. Stopp. Manuell überschreiben, geradeaus anfordern, langsam anfahren. Mann, ist ja wieder Fahrschule, das ist ja furchtbar. Ja, ne? So, ich bin ein prima Fahrlehrer. Mann. Ja, sag ja, prima Fahrlehrer, der Typ. Ja, also generell kurzes Fazit, so Lotus, auch wenn es immer noch Early Access ist, also ich muss sagen, es ist schon für Early Access Status ist es schon sehr gut, sehr weit. Es macht auch im Multiplayer mittlerweile, wenn wir zu viert unterwegs sind, schon echt Spaß. Und den Fahrzeugen auch gerade, nimm mal Bremsstufe raus.
Danke. Macht das schon echt viel Spaß, das kann ich jetzt nicht anders sagen. Ich bin ja nur im Map Editor auch viel unterwegs. Es gibt schon viele gute Sachen zum Map Editor, muss man ganz einfach sagen, die im Vergleich zu OMSI besser sind. Es gibt aber auch das eine oder andere, muss ich ganz ehrlich sagen, was ich vermisse zum OMSI Editor. Für die, die sich mit Editor auskennen, das betrifft hauptsächlich Objekte. Und zwar, man kann sie zwar hier in der Achse rotieren, aber ich kann sie nicht kippen, nicht neigen. Das macht es manchmal ein bisschen schwierig, aber ich denke mal, das sind so Features, die werden noch kommen. Der KT ist bis jetzt allererste Sahne, also ich kann nicht genug Lob aussprechen, was der Kartoffelphantom da umsetzt. Wir versuchen ihm auch so weit es geht zu helfen, dass das Ding wirklich so real und gut wird wie nur möglich. Ansonsten bin ich eigentlich für heute durch. Wir haben das Neueste vom Neuesten gezeigt, wir haben ein bisschen von der Map gezeigt. Was hast du noch irgendwie? Möchtest du noch was sagen? Nö. Alles, was Neues haben wir aufgedeckt. Ja, genau. Ja, dann würde ich sagen, mit diesem wunderschönen Bild unserer beiden KTs hier so nebeneinander in der Schleife. Das mit dem Bordstein hier vorne denken wir jetzt einfach mal innerlich aus. verabschieden wir uns, sagen Adieu, bis zum nächsten Mal. Und ja, dann sind wir wahrscheinlich mit der Map ein bisschen weiter, mit dem KT ein bisschen weiter und dann hören wir uns hier wieder. Also bleibt dran, es wird spannend. Genau. Na ciao. Dann, bis dann. Danke ciao, fürs ciao. Zuschauen. Jo.